Christen brauchen keine Angst zu haben vor nichts und niemanden, nicht einmal vor dem Tod. Das Fest Maria Himmelfahrt hilft uns zu verstehen, was christliche Hoffnung bedeuten kann. Dass Maria in den Himmel aufgenommen worden ist, steht aber gar nicht so im Neuen Testament. Aber es gibt eine Legende, die uns erklärt, was sich hinter diesem Festtag Maria Himmelfahrt, 15. August, verbirgt. Und diese Legende von Ephesus oder von Jerusalem hören wir jetzt. Maria starb. Unter Weinen und Wehklagen der Gläubigen stimmten die Apostel heilige Gesänge an und Kranke und Blinde erhielten augenblicklich ihre Gesundheit wieder. Des anderen Tages hüllte man den heiligen Leib in kostbare Leinwand und umgab ihn mit wohlriechenden Gewürzen. Auf einem Tragbett mit einem schönen Schleier bedeckt, trugen die Apostel die teure Leiche auf ihren Schultern in den Garten Gethsemane und senkten sie in das schon vorbereitete Grab. 3 Tage lang wachten und beteten die Apostel mit den Gläubigen bei dem Grabe, als der heilige Thomas erschien und mit Bestürzung vernahm, dass die heilige Mutter des Herrn verschieden sei und bereits im Grab ruhe. Ganz trostlos hierüber bat er seine Brüder, das Grab zu öffnen, damit er das teure Angesicht der Hochbegnadeten noch einmal sehen könne. Seine Bitte wurde gewährt. Man wälzte das Felsstück, womit das Grab verschlossen war, hinweg. Aber man fand nichts mehr als die Blumen, womit der Leichnam bedeckt und die Leinenwand, worin er gehüllt war. Überall an Maria Himmelfahrt werden in den Kirchen, zumindest im katholischen Gottesdienst, die Kräuter geweiht, die viele Menschen mitbringen. Hier vorne haben wir auch viele Rosmarinsträucher stehen. Und wir wollen auch in diesem Jahr erklären, was die einzelnen Kräuter für eine Bedeutung haben können. Denn Kräuter helfen uns im Leben gegen Krankheit und vieles andere und geben uns dabei Halt und Zuversicht und Freude, wie wir sie erleben sollen. Kräuter an Maria Himmelfahrt darüber hinaus und ihre Bedeutung. Der Majoran ist ein Grippemittel und fördert die Verdauung. Dahlienblüten wird als Dekoration eingebunden. Isop ist ein klassisches Stärkungs- und Durchhaltemittel. Er fördert die Konzentration. Schafgarbe ist blutstillend. Bei Zahnfleischbluten kann man mit Schafgarbenblättern kauen. Die Rosen stehen für Liebe und Harmonie. Das Eisenkraut soll bei schwierigen Amtsgängen helfen. Die Ringelblumen gelten als generelles Heilmittel. Ackerminze verbreitet frische Düfte und ätherische Öle. Kamille ist eine bekannte Heilpflanze, Blütenköpfe als Tee. Sonnenblumen dienen zur Dekoration. Getreideähren sind Brot für Mensch und Tier. Hopfen ein Beruhigungsmittel. Der Salbei reinigt die Luft. Fenchel wirkt bei Husten und Blähungen. Baldrian wirkt beruhigend und entkrampfend. Johanniskraut seit alters her als Wund- und Beruhigungsmittel geschätzt. Die Kornblume bereichert unseren Strauß der Kräuterreihe mit kräftigen Blautönen. Wegwarte, früher als Naturheilmittel gegen Leberleiden. Farnkraut oder gemeiner Wurmfahrt, dann als Neimittel gegen Bandwürmer. Reinfahren, früher als Wurmmittel und gegen Verdauungsstörungen geschätzt. Und last but not least, der Geißfuß war früher Heilmittel bei Gicht und Rheuma. Wir finden diese Kräuter überall in unserer Welt, sind dankbar dafür, für die Schöpfung, für unsere Liebe zur Natur. Und deswegen passt das nächste Lied sehr gut, He's got the whole world in his hand.